So, liebe LS-Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal LS-Profis. Ja, eine Mod-Vorstellung, und zwar der Trailer-Tatch CT220TT und der Trailer-Tatch CT3200. Ja, vom Preis finde ich sehr lustig. Im Übrigen sind die beiden gleich, nämlich 97.500. Aber der eine ist um einiges länger als der andere. Und das ist doch schon recht. Also hier sehen wir sie mal. Der hier ist im Übrigen schon komplett ausgeklappt. So sieht er ausgeklappt aus. Der hier ist der lange und eingeklappt. Und ihr seht, das sind Mega-Trailer. Wirklich Mega-Trailer. Die sehen erstmal geil aus. Zweitens, die sind wirklich extrem lang, der eine. So. Wir können, es tut mir leid, auf der Taste X den Hänger erstmal ausklappen. Das kann schon mal ein bisschen Zeit beanspruchen. Finde ich aber cool, weil das jedes einzelne von alleine. Okay, der hat sich falsch rumgedreht. Au. Okay. So. Das sieht schon ziemlich awesome aus, muss ich sagen. Ich muss mal gerade gucken. Auf der Taste Nummer N können wir die Stützen hier einfahren. Das habe ich eben nicht gemerkt und da bum 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 wackelt der Hänger die ganze Zeit während der Fahrt. So, Y, die unteren Laderampen ausklappen. Und B, Adblocks. Achso, da können wir hier hinten noch so Dings hinsetzen. Ja, und jetzt starten wir mal ein lustiges Experiment, und zwar wie viel Serions kriegen wir auf diesen Hänger drauf. Auf geht's! So, ja, das ist wirklich gerade hier ein bisschen schwierig gewesen, ihr habt es gesehen. Es ist halt blöd, dass man auch die Breite der Rampen nicht verstellen kann. Und jetzt steht der Kollege hier ein bisschen schief drauf. Ist aber nicht weiter schlimm, da die sich ja fixieren. Und zwei Serions draufkriegen, ich meine, die sind jetzt ein bisschen extrem aneinander gequetscht. Aber man sieht, hier ist noch Lücke, hier kann man noch zwischendurch gehen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich die Rampen überhaupt hinten noch hochkriege. Hier könnte das echt brenzlig werden. Ja. Und dann mal gucken, ob wir damit überhaupt noch fahren können. Erstmal ist die Last ist gesperrt. Das heißt, wir drücken jetzt mal Y und dann fahren unsere Rampen ein. Ich hoffe, die schleudern uns jetzt nicht weg. Ja, suboptimal, ne? Können jetzt noch... Oh nee, das ist keine gute Idee. Also ich sag mal so. Leute. So. Tut mir jetzt echt leid, dass das ein bisschen verpeilt ist, aber ich will die beide wenigstens nicht, ich will wenigstens zwei drauf kriegen. Und wir ziehen das locker flockig. Mehr oder weniger. Oh, shit. Alter. Okay, doch nicht so locker flockig. Also ich hätte nicht gedacht, dass man es überhaupt schafft, diesen LKW vorne hochzukriegen. Und jetzt liegt der Tieflader auf. Ich würde sagen, das ist doch etwas extrem viel Belastung für den Kollegen. Oh, wir haben uns festgefahren. Gucken, ob wir uns mit den Stützen wieder irgendwie retten können. Oh shit, oh nee, das ist nicht gut. Kacke. Ja. Fuck. Egal, das war's für diese Mod-Vorstellung. Also, nee, die Tieflader sind wirklich geil. Jetzt auch, wenn ich mich gerade ein bisschen... Das lag aber daran, dass man damit nicht einfach voll beladen so eine Dings runterfahren sollte. Sind auf jeden Fall da, kriegen von mir einen Daumen nach oben. Vor allen Dingen der hier, weil man hier einfach
einen Drescher mal gerade draufstellen kann. Locker. Das geht auf die meisten anderen nicht. Und ja, das war's dann für diese Mod-Vorstellung. Wenn sie euch gefallen hat, drückt doch den Daumen nach oben oder abonniert vielleicht auch unseren Kanal, wie ihr das wollt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei der nächsten Mod-Vorstellung. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.